Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Neumeier, ich habe gar nicht so in Erinnerung gehabt, dass ich damals, als der Antrag bearbeitet worden ist, mich mit Ihren Vorsitzenden so beschäftigt habe. Ich weiß gar nicht, welche Ehre ich da habe, dass sich der Fraktionsvorsitzende der CDU sich mit so einem kleinen Abgeordneten der Linken beschäftigt. Aber das ist ja ganz toll. Aber ab und zu geht ja den jungen Mann so ein bisschen das Temperament durch, das macht ihn ja nicht unsympathisch. Also insofern. Aber ich glaube, ich habe mich auch inhaltlich geäußert dazu. Naja, heute mal fange ich mal mit dem Ende an. Und zwar, wir lehnen den Antrag ab. Aber über so eine Ablehnung kann sich ja die Opposition eigentlich freuen. Denn das Anliegen ist ja unserer Meinung nach ja eigentlich eingelöst worden. Mal zur Historie. Ich habe mir die auch nochmal angeguckt. Ich bin da mal auf Bundesebene gegangen von 1995 bis 2005. 1995 war, glaube ich, noch zur Kohl-Regierung. Gab das die Eigenheimzulage des Bundes. Die sollte auch die Ungerechtigkeit in der steuerlichen Behandlung ausgleichen. Wenn man ein Haus oder eine Wohnung kauft und vermietet, dann kommt man in den Genuss der sehr komfortablen Abschreibung. Wenn man die Immobilie selbst bewohnt, kann man das nicht. Die Förderung betrug damals bis zu 20.000 Euro, verteilt über 8 Jahre, und für jedes Kind gab es nochmal 6.000 Euro. Die Eigenheimzulage war an ein Familieneinkommen von maximal 70.000 Euro gekoppelt, plus 15.000 Euro für jedes Kind. Und die Eigenheimzulage wurde 2004 massiv gekürzt und 2005 ausschließlich abgeschafft, aus Haushaltsgründen. Das war so die Historie bei diesen Förderungen. Dann kam 2018 das sogenannte Baukindergeld, was eingeführt worden ist. Hier gibt es beim Hauskauf 12.000 Euro pro Kind, verteilt auf 10 Jahre. Die Einkommensgrenze betrug damals 90.000 Euro plus 15.000 Euro pro Kind. Das Baukindergeld ist allerdings befristet und läuft demnächst aus. So, die Neuregelung des Bremer Eigenheimzuschusses gilt sowohl für Neubau als auch für den Bestand. Das ist jetzt neu, es gilt eben halt auch für den Bestand. Und es gilt für das gesamte Stadtgebiet. Also das ist nicht auf irgendwelche Stadtteile reduziert. Gilt für Familien mit Kindern, die kein Wohneigentum haben oder die mit dem Erwerb ihr Wohneigentum im Umland verkaufen. Also da versuchen wir auch gegenzusteuern. Genau das Gegenteil, dass man Anreize gibt, wieder nach Bremen zu kommen. Er beträgt einmalig 15.000 Euro, ist dabei gedacht, dass man die Kaufnebenkosten so ein bisschen abfedert mit Notarkosten, Grundsteuer und so weiter. Kann mit KfW-Förderung und Baukindergeld kombiniert werden. Ist an den Energiestandard von KW 55 bei Neubau bzw. bei Klasse D im Bestand geknüpft. D finde ich auch noch eine Stufe, die man bekommen kann. Beim Bestand darf also dort auch nachgebessert werden. Hat keine Einkommensgrenze, sondern eine Preisgrenze, das ist auch neu, das ist nicht an Einkommen gekoppelt. Das ist eine aus unserer Sicht unbürokratische Lösung, die lange Einkommensnachweise erspart. Das war ja früher auch immer ein Problem, dass man da sein Einkommen nachweisen musste, das war immer sehr bürokratisch. In der Deputation wurde vor allem um die Preisgrenze diskutiert. Sie beträgt 360.000 bei Neubau und bei 260.000 im Bestand. Das war gerade von Ihrer Seite sehr diskutiert worden, weil sie die Grenzen eigentlich für zu gering gehalten hat. Das entspricht dem, nach unserer Sicht, was die durchschnittlichen Preise sind. Laut Monitoring von Bau und Wohn 2019 für Bremen lagen diese durchschnittlichen Werte im Bestand bei 230.000 und bei Neubau etwa 340.000. Das gilt für Reihenhäuser und Doppelhaushälften, für das freistehende Haus reicht das nicht, aber für die Förderung, dafür ist aber die Förderung auch nicht gedacht. Eine Einkommens- oder in diesem Fall eine Preisgrenze ist notwendig, damit die Förderung nicht die Preise hochtreibt, sondern gezielt Familien mit geringen und mittleren Einkommen unterstützt. Soweit erstmal von mir, später mehr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.